du ein Prinz? Wie schön das ist. Du willst dich hier niederlassen. Habe ich recht? Ja. Und Lisa will nicht mit. Mhm. Ah. Paul, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich liebe sie. Und ich will sie nicht verlieren. Aber ich bin unzufrieden und unglücklich, so wie wir jetzt leben. Weiß sie das? Natürlich. Aber sie will es nicht wahrhaben. Mensch, ihr habt diese schreckliche Zeit nach Markus Tod gemeinsam durchgestanden und euch nicht getrennt. Ich fände es ziemlich bescheuert, wenn das jetzt passieren würde. Ach, ich ja auch, Paula. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt nicht den Traum von der eigenen Praxis verwirkliche, dann schaffe ich das nie mehr. Lisa ist jetzt endlich wieder einigermaßen glücklich. Mit ihrer Festanstellung an der Schule. Du musst jetzt vielleicht erst mal zurückstecken. Ach Paul, ich habe doch zurückgesteckt. Ich bin doch in der Klinik geblieben, solange sie studiert hat. Jetzt ist sie fertig. Und jetzt soll ich nicht nach Sonnenstein, weil sie einen Job in Innsbruck hat. Weißt du, als ich das erste Mal hier war, da wusste ich wieder, warum ich eigentlich Arzt werden wollte. Bist du sicher, dass du nicht früher irgendwas weglaufen willst? Ganz sicher. Das ist wie heimkommen. Dann mach es. Christiane Maria, mein entschuldige Gerbe. Ja. Ich hab's einfach nicht früher geschafft. Komm, darf ich das zeigen? Ja, ich hätte es nicht mehr gelernt. Sollen wir noch gespart haben? Ja, ist schon recht. Ich schreib's doch mal auf. Vierte Anne Maria, wieder schön. Schöner Tag noch, gell? Danke. So weiter, komm. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Franzi, du bist ja endlich. Du hast den Postsack inzwischen angenommen. Dankeschön. Na, Julia, gehst arbeiten mit der Oma, hä? Weil du dabei ein bisschen mit deiner Kinderpost spielen. Ja. Gleich wirst du abgeholt, gell? Ich mach's ja mal ab. Nein, das mache ich schon selber. Mein lieber Schwan, der Doc hat schon wieder gut angefangen. Der Maxl hat verschlafen. Die Frau Gräfin kann die Julia erst spät abholen, weil sie die Handwerker da hat. Weißt du ja, Julia, ich hab also die. Und der Pankratz hat beschlossen, da Weibel, dass er jetzt selber bügelt, weil er mir nämlich helfen will. Gib's halt auf die Poststelle. Ja, freilich, sonst noch was. Nein, nein. Wenn ich den ganzen Tag bloß daheim mache, da drehe ich ja durch. Na, na. Wir werden uns schon irgendwie organisieren. Dann täte ich dem Pankratz aber beibringen, wie man richtig bügelt. Der bildet sich doch ein, dass er es perfekt kann. Das ist doch das Problem. Sag einmal, warum kriegt denn die Elfe jetzt auf einmal so viel Post? Vielleicht sucht sie Herrenbekanntschaften. Die Schmarrn. Na ja. Also, so abwegig wäre die Idee gar nicht. Wenn ich mir diese Ehe so anschaue, da bin ich direkt froh, dass ich nie geheiratet habe. Also den Anrat, den kannst du mir noch schmeißen. Ja, grüß dich. Julia. Julia, dass du vorbeikommst, weil ich habe einen Haufen Post für dich. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass heute die Antworten kommen. Prima. Noch was? Ja, das. Hm? Ja, und noch mal was, schau. Oh, wunderbar. Danke, grüß euch. Servus, Julia. Für dich. Ich wette, ich habe recht. ⁇ 215 zu 120.
Viel zu hoch. Aber ich sehe, Sie haben ja schon öfter Beschwerden mit dem Herzen gehabt. Für alle Fälle habe ich doch jedes Spray bei mir da. Naja, wir machen auf jeden Fall ein EKG. Machen Sie das bitte schon mal frei. Christel, ich bräuchte bitte eine Ruhe-EKG. Ja, ich komme. Ja, wie ist es, die ganzen Aufregungen? Na, die Geschichte mit dem Louis und die viele Arbeit, vielleicht ist es nur deswegen. Ja, aber wir müssen in nächster Zeit ein bisschen zurückschalten und vor allen Dingen ein bisschen gesünder leben. Sagen Sie, wie wollen Sie als Wirt gesünder leben? Da kümmert sich denn Ihre Frau nicht ein bisschen um Sie? Meine Frau, sie veranstaltet jetzt ein Klassentreffen mit der Hotelfachschule. So ein Plätzchen kann wirklich diesen Weibern einfallen. Gelegenheit, dich wiederzusehen. Ich habe dich aber gar nicht eingeladen. Gerda hat mich angerufen. Du siehst gut aus. Ach so, Gerda. Es ist schön, dich wiederzusehen. Warte, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hierher zu kommen. Nach 30 Jahren wurde es doch mal wieder Zeit. Oh mein Gott, 30 Jahre. Ich habe nicht mal ein Zimmer für dich. Ich suche mein Hotel. Möchte dir dabei helfen? Nein, ich finde schon was. Wir sehen uns noch. Los, schon wieder los. Wieso ist denn da keiner? Elfi! Gerda, warum hast du das gemacht? Überhaupt nicht komisch, dass du ihn eingeladen hast. Aber spielst du, Elfi? Du, ich muss Schluss machen. Du bist den ganzen Tag da oben herum, das ist nichts als Ratschen am Telefon. Und um dich kein Mensch. Ich komm ja schon, was hat denn der Doktor gesagt? Ach, hör mal auf, du mit diesen Klinikärzten, alles Gerätemediziner, will mich noch weiter untersuchen, der Herr Dr. Hallstein. Langzeit-EKG und eventuell ein Herzkatheter. In der Klinik. Dann geh in die Klinik, wenn der Doktor das empfiehlt. Ja, und wann bitte? Oh. 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 Da habe ich mich verbügelt. Servus, Opa. Du sollst nicht aus der Flasche trinken, Maximilian. Du sollst deine Schultasche im Gang aufhängen oder ins Zimmer bringen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich schaff die Klasse sowieso nicht. Dann wiederholst du ihm die Klasse. Ist keine Schand. Das nutzt dir nichts. Ich hab schon wieder einen Fünfer geschrieben. Im Aufsatz. Was? In Deutsch? Da warst du doch immer gut. Ich sitze in der Bank und habe nichts im Kopf. Ich kann mich nicht konzentrieren. Du hast viel versäumt. Du hast was erlebt, viel mitgemacht.
Das versteht doch jeder, wenn du jetzt nicht gut bist. Ja, das regt mir auch so auf. Das macht mich fertig. Alle behandeln mich, als wäre ich ein Kranker. Sei froh, dass die Leute Mitleid mit dir haben. Du, Opa, ich mag nicht mehr in die Schule gehen. Wart's ab. Du kriegst schon wieder Lust danach. Ich könnte ja Lehre machen, in Innsbruck oder so. Wenn du die Matura nicht machst, bereust du das dein ganzes Leben lang. Daraus wird nix. Basta. Zwingen kannst du mich nicht. Schreibt dazu, dass er die Note durch ein Referat ausbessern kann. Das ist aber nett, dass es ihm noch eine Chance gibt. Wenn es ihm was hilft. Er ist völlig durcheinander. Tja. Dann müssen wir ihm halt helfen. Wir? Mhm. Platz frei. Ja, haben Sie was Ernstes? Ich fürchte ja. Ja, dann würde ich Ihnen raten, lieber nach Innsbruck zu gehen. Der Doktor ist noch sehr jung und unerfahren. Und warum suchen Sie denn seine Hilfe? Er sucht doch nicht seine Hilfe, ganz im Gegenteil. Ich helfe ihm, sich weiterzubilden. Sie? Ja. Und wie machen Sie das? Ja, ich tue es so, als ob ich eine gewisse Krankheit hätte. Ich kenne natürlich alle Symptome. Und wenn er die Krankheit errät, dann lobe ich ihn. Und wenn er sich irrt, dann sage ich ihm, was er falsch gemacht hat. Und das lässt er sich gefallen? Ja, er ist mir sogar sehr, sehr dankbar dafür. Ach. Ja, entschuldigen Sie, ich wollte nur Ihren Puls fühlen, nicht, weil Sie so blass aussehen. Herr Konrad, bitte. Entschuldigung. Grüß Gott, Sie waren noch nicht bei uns, oder? Nein. Kommen Sie gleich mit in die Anmeldung, dann kann ich die Personalien aufnehmen. Ich bin nicht krank, ich wollte nur mal schauen, wie es hier so ist. Mein Name ist Lisa Brunner, ich bin die Freundin von Dr. Heilstein. Ach, ich bin, Die Christel, ich weiß. Schön, Sie mal kennenzulernen. Ja. Möchten Sie vielleicht, Tee? Ich habe gerade Berlin für den Doktor gemacht. Gern. Das haben Sie aber nett gemacht. Denken Sie an meine Worte. Denken Sie an meine Worte. Christel, heute hat er mich mit einer Trigeminusen Neuralgie. Lisa. Ich wollte mir mal anschauen, wie sie so ist. Schön. Komm, ich zeig dir die Ordination. Und dann gehen wir in die Umgebung. Ja? Komm rein. Also die Gerda kriegt das Eckzimmer. Und die Gesine und die Helga wollen unbedingt das Doppelzimmer. Die scheinen immer noch ein Herz und eine Seele zu sein. Du wirst ihnen doch nicht einen Sonderpreis machen wollen, ne? Natürlich mache ich. Kann doch nicht zum Klassentreffen einladen und dann auch noch verdienen wollen. Unser gleiche Wohlfahrtsinstitut aufmachen. Grüß Gott. Grüß Gott. Womit kann ich dienen? Das ist der Martin Stein. Der wer? Der Martin, erkennst du nicht wieder. Grüß dich, Alois. Aber du traust dich noch daher? Warum? Nach all dem, was war?
Alois, das ist 30 Jahre her. Also ich freue mich jedenfalls, euch zu sehen. Wir nicht. Schlechte. So charmanter ist er nicht geworden. Madonna, dopo 30 anni, matto questo cazzo. Che putzte herrscht! Martin! Martin, du warte. Du entschuldige. Ich glaube, wir müssen mal reden. Steig ein. Sag mal, Lisa, könntest du dir nicht vorstellen, hier zu leben? So schön sie ist. Aber es ist nicht mein Leben. Ich kann nicht in einem Bergdorf die Frau Doktor spielen. Ich habe auch einen Beruf. Müsstest du doch nicht aufgeben. Und wie soll das gehen? Pendeln. Von Sonnenstein nach Innsbruck, das ist doch keine Weltreise. Was ist mit unseren Freunden? Konzerte, Theater, dein Freund. Bedeutet dir das plötzlich nichts mehr? Och, natürlich. Aber wenn es danach ist, dann können wir doch in der Stadt bleiben. Und am Wochenende könnten die Freunde zu uns aufs Land kommen. Ach, sowas funktioniert nicht auf Dauer. Ach, Lisa, das spielt sich schon ein. Warum, Justus? Was warum? Es war doch gerade wieder alles einigermaßen schön. Ach, Lisa, es ist nicht alles schön. Du weißt doch, dass ich mich in der Klinik nicht mehr wohlfühle. Und ich wollte immer schon eine eigene Praxis haben. Und hier bietet sich die Chance. Warum suchst du dir nicht einen in Innsbruck? Und wer soll das bezahlen? Außerdem so, hier, so bin ich groß geworden. In den Bergen, Wälder, Wiesen. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ist ja nicht so, dass ich dich nicht verstehen würde. Na, dann denk doch noch mal drüber nach. Hm? Wir wollten... Geht eh schon ganz gut. Na, übermorgen holen wir die Klammern raus. Haben Sie jetzt Sprechstund? Na, halt nicht. Bin da vorbeigekommen, um mal zu fragen, ob Sie denn schon einen Arzt gefunden haben. Na, immer noch nicht. Aber ich habe einen gefunden. Na, wen? Mich. Ja, das gefällt mir, Hallstein, wunderbar. Haben Sie mit Maxl schon geredet? Na, mit dem Maxl habe ich noch nicht geredet. Aber wenn der das Doktorhaus nicht vermieten will, dann gehe ich halt in die Räume vom Angerer. Okay, das war ja kompletter Blödsinn. Wo die Praxis perfekt eingerichtet ist. Außerdem ins Doktorhaus. Da muss wieder ein Leben rein. Das kriege ich schon hin. Vielleicht sollte ich lieber persönlich mit dem Maxl reden. Vielleicht erwische ich ihn heute Nachmittag noch. Bitte. Ja, gut. Wie viel Uhr das es ist? So ein Referat schreiben ist eine Mordsarbeit. Da werde ich noch lang dran sitzen. Und das macht sogar Spaß. Hast du dem Maxi gesagt, dass du es für ihn schreibst? Natürlich nicht. Vielleicht schreibt er es auch selber. Das wäre das Gescheitste. Jesus, na. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass du so gescheit bist. Ich auch nicht. Ich bin neugierig, was ich für eine Note kriege. Schau mich nicht so an. Ich werde ja ganz rot wie ein Schulmädchen. Komm, prima. Da sitzt man sich plötzlich nach 30 Jahren gegenüber und denkt darüber nach, wie das Leben wohl gelaufen wäre, wenn... Tja, wenn wir zusammengeblieben wären, meinst du? Gut wär's gelaufen. Auf jeden Fall besser.
Wieso? Du siehst nicht gerade unglücklich aus. Du warst schon immer ein Erfolgsmensch, besonders bei Frauen. Vielleicht war genau das der Fehler. Immerhin habe ich zwei gescheiterte Ehen hinter mir. Du hast da eben nicht die richtige gefunden, hm? Gefunden schon, aber leider nicht festgehalten. Da habe ich Mist gebaut damals. Ja. Das war schlimm. Ich habe natürlich gedacht, du wolltest mich nicht mehr. Und da kam der Alois. Der hat mir den Hof gemacht. 1000 Arten hat er versucht, mir seine Liebe zu beweisen. Und du? Warst du in ihn verliebt? Oh, ich war natürlich beeindruckt. Verliebt. Ich glaube, es war vor allen Dingen Trotz, weil du... Ja, schließlich habe ich dein Ja gesagt. Mama, du kannst doch nicht erzählen, dass du 30 Jahre aus Trotz bei ihm geblieben bist. Nein, natürlich nicht. Wir hatten auch eine gute Zeit. Wenigstens in den ersten Jahren. Er hat mir eine Existenz geboten und... Weißt du, nach so vielen Jahren fragt man nicht mal nach Liebe. Ich glaube, dass weder Zeit noch Alter eine Rolle spielen. Hallo, Max. Hallo. Na, wie geht's? Ja, wie wohl? Beschissen. Das kann ich mir gut vorstellen. Sagen's alle. Willst du ein Stückchen mitfahren? Na, komm, steig ein. Jemanden verloren. Meinen liebsten Menschen. Meinen kleinen Sohn. 4 Jahre war er alt. Ist aus dem Fenster gefallen. Damals wollte ich auch am liebsten sterben. Und irgendwie ging's dann. Gingen die Gedanken wieder nach vorn. Aber wann? Wann gehen die Gedanken wieder nach vorn? Maxl, das dauert. Brauchst du ein bisschen Geduld? Mit der Franzi und mit dem Bankratz. Ich kann nicht richtig reden mit ihnen. Ich fühle mich irgendwie so alleingelassen. Das ist doch ganz normal. Aber wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du doch zu mir kommen. Ja, aber sie sind ja so selten da. Ich glaube, das wird sich ändern. Ich möchte mich nämlich hier in Sonnenstein niederlassen. In unserem Haus? Das hängt von dir ab. Na, bequem wär's. Ja. Und sie wohnen auch dort? Wenn möglich. Also, wenn jemand in unser Haus zieht, dann sollst du es sein. Weißt du, was du jetzt gesagt hast? Du hast gesagt. Oh, Entschuldigung. Nein, lass es nicht. Justus Hallstein, angenehm. Maxl Bogner, auch angenehm. Herr Doktor! Konrad, was machen Sie denn da? Ich reformiere die Kneippkur, nicht? Die ist ja schon veraltet. Und wenn Kneipp schon ganz vergessen sein wird, wird hier auf dieser Wiese eine Konrad-Kur-Klinik entstehen.
Und wie funktioniert Ihre Kur? Ja, ich trete im kalten Wasser und dann geißle ich mich ganz stark mit Brennnessel. Das regt den Kreislauf an. Und wozu soll das gut sein, Herr Konrad? Gegen alle psychosomatischen Krankheiten. Und vor allem gegen Liebeskummer. Sagen Sie das Ihrer Freundin? Lisa? Ja? Ich habe gekündigt. Was hast du? Das darf doch nicht wahr sein. Du hast... gekündigt. Ohne noch mal mit mir darüber zu reden. Ich wollte ja mit dir drüber sprechen, nur... immer wenn ich es versucht habe, dann bist du mir ausgewichen. Ja. Weil ich für solche Entscheidungen einfach Zeit brauche. Nur ich hatte keine Zeit mehr. Es war der letzte Termin für die Kündigung. Und wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre die Chance vergeben gewesen. Mit anderen Worten, ich bin dir nicht mehr wichtig. Das könnte ich dich jetzt fragen. Lisa, meinst du nicht, dass ich meine Träume auch verwirklichen kann? Natürlich kannst du das. Aber darum geht's gar nicht. Du stellst mich einfach vor vollendete Tatsachen. Das empfinde ich als absoluten Vertrauensbruch. Lisa! Also ich möchte das. Kannst du denn das nicht verstehen? Ich habe dir gesagt, dass ich das verstehe. Ich will dich nicht verlieren. Ich will mich nachts an dich kuscheln, wenn ich traurig bin. Ich will mit dir lachen können, richtig, und nicht am Telefon. Wir schaffen das. Ich kann doch nicht einfach weg. Was hält dich hier? Ich wollte schon einmal gehen, aber dann habe ich es nicht fertiggebracht. 30 Jahre, die kann man nicht einfach so wegwischen. Habt ihr Kinder? Eine Tochter. Die ist in Wien verheiratet. Mein Gott, die wird schon 30. 30. Sogno con occhi aperti. Was heißt das? Heute nur ein bisschen was essen, komm. Und trink dir was von deinem Kakao, komm, Maxl. Morgen.
Was machst du denn auf dein Pausebrot drauf, ha? Gar nichts, ich geh halt nicht in die Schule. Ist es nicht, bist du krank, Pupsack? Alles will. Schlimm. Ach so, Fieber hast du aber keins. Zeig mir mal deine Zunge. Es geht mir eben nicht gut. Vielleicht hilft dir das da. Was soll ich eigentlich damit? Du sollst doch ein Referat halten, oder? Der Opa, der hat nächtelang für dich dran gearbeitet, du. Hat sie meine Sachen rumgestolpert, oder was? Gib her! Nein, Pankratz, hör auf! Da. Geh, wie kannst du in den Sofa den Kopf stoßen, Axel? So glaubst du das? Ich brauch's euch nicht immer um mich kümmern. Opa, sei nicht traurig. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Kann ich die ersten zwei Stunden frei kriegen? In der dritten habe ich Deutsch, die schaffe ich locker. Weil wenn ich abschreibe, dann merkt es nämlich niemand. Ist gut, ist wirklich gut. Amore. Mir ist, als ob wir uns nie getrennt hätten. Das ist verrückt. Mir geht's genauso. Ich spüre dich vom Kopf bis zum großen Zeh. Come prima, più di prima, Tamero. Aber was machen wir denn jetzt, Martin? Nein, im Ernst, Martin. Was wird jetzt? Was mache ich mit Alois? Du solltest an dich denken. Komm mit nach Rimini. Martin, ich kann das nicht so überstürzt. Wenn du jetzt zögerst, dann wirst du es nie tun. Amore. Du hast doch selbst gesagt, dass du ihn nicht geliebt hast. Ja, aber jetzt geht's ihm nicht gut. Ich kann ihn doch nicht einfach allein lassen. Das heißt, du bleibst aus Mitleid oder aus Pflichtgefühl bei ihm. Das ist doch keine Ehe. Mich interessiert jetzt nur eins. Liebst du mich? Ja. Dann nehme ich dich ganz einfach mit. Ganz egal, was passiert. Diesmal halte ich dich fest. Sag mal, wo sind die Elfi? Ist in der Klinik. Klinik? Ja, was fehlt dir denn? Plötzlicher Zusammenbruch. Ach, herrje. Ja, es war vielleicht nicht die beste Idee von mir, den Martin aufzutreiben. Na, du warst es. Ja, sonst wären wir doch nicht komplett gewesen. Abgesagt ist alles. Feiert's, wo's muss. Nicht aufregen, Angren, nicht aufregen. Ich verstehe dich nicht. Ich habe gestern noch mit ihr telefoniert. War das notwendig? Was machen wir denn jetzt? Das ist fast wie beim Staatsvertrag, ha? Das hätte es gar nicht gebraucht. Doch, 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 doch. Das muss alles seine Ordnung haben. Mit dem Maxl habe ich auch einen Mietvertrag abgeschlossen. Ich bin so froh, dass er sich dazu entschlossen hat. Wann kommen denn Ihre Möbel? Ich muss mir erst welche kaufen. Ach, kommt Ihre Freundin nicht mit? Fürs Erste nicht. Und wann eröffnen Sie offiziell Ihre Praxis, Herr Dr. Hallstein? Das hängt davon ab, wie schnell Sie mir ein Praxisschild verschaffen können. Fräulein Wild. Wird sofort erledigt. Lisa,
Hast du nicht Lust, heraufzukommen? Mit mir meinen ersten Tag feiern? Ich würde gern bei dir sein, aber ich kann nicht. Nein, die Elternsprechstunde kann ich nicht verschieben. Wir holen's nach, ja? Nur wir zwei. Ich ruf dich an, wenn ich zurück bin. Ciao, lieber. Ciao. Ciao. Ausrastet? Ich bin ja bei dir. Die Papiere brauchst du nun mal. Und am helllichten Tag vor allen Leuten, da wird er sich schon zusammennehmen. Was jetzt? Bist du drauf? Na? Bist du wieder zur Vernunft gekommen? Ich möchte nur ein paar Sachen holen. Elfi, bitte. Ich gehe mit Martin weg. Nein, das wirst du nicht. Doch, Alois, und du wirst sie nicht hindern. Mit dir rede nichts. Elfi, bitte, bleib doch. Nein, Alois. Du bleibst doch! Was ist los, ne? Siehst aus, als hätten deine Schüler dir eine 5 gegeben. So ungefähr ist mir auch zumute. Obwohl, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Justus hatte heute seine Praxiseröffnung. Ja. Und ich bin nicht bei ihm. Warum nicht? Weil ich Elternsprechstunde habe. Hast du behauptet? Ja. Nein, es sollte Elternsprechstunde sein, aber sie ist ausgefallen. Ach, Paul. Alles, was ich mache, ist falsch. Claudine. Lass sie. Jetzt trinkst du erstmal einen doppelten Espresso. Ich gebe dir eine Flasche Champagner mit und du überraschst ihn in Sonnenstein. Bei meinen Schülern weiß ich immer, was richtig ist, aber bei mir. Ach, Unsinn. Du machst schon alles richtig. Meistens jedenfalls. Na komm, trink aus und dann ab auf die Autobahn. Allee, allee. Claudine. Merci. Elfi, bitte überleg dir, was du da machst. Oh, wir haben es doch immer wirklich sehr schön gehabt miteinander. Heißt Elfi, wir vergessen die letzte Nacht. Und fangen von vorne an. Ich fange von vorne an, Alois. Ein ganz neues Leben. Elfi, ich habe dich immer sehr lieb gehabt. Ach komm, Alois, sei doch ehrlich. Ja, wir hatten mal eine gute Zeit, aber ist doch längst vorbei. Wir haben uns doch schon lange nichts mehr zu sagen. Elfi, wann du jetzt fortgehst von mir, du, das überlebe ich nicht. Du wirst es überleben, Alois. Ich kann nicht anders. Also, wenn du jetzt weggehst, dann ist es zu Ende. Bist du verrückt geworden? Leg das Gewehr weg! Ich hab dir gesagt, ich überlebe es nicht. Alois! Elfi! Elfi. Das haben Sie aber schön gemacht. Danke. Darf ich schon einschenken? Oh ja, gerne. Wo haben Sie denn gekauft? Gar nicht gekauft. Selbst gemacht. Ich hoffe, er schmeckt. Ein Gedicht. Was habe ich doch für ein Glück mit Ihnen.
Apotheker gehe und ihn versuche. Vorsichtig. Ganz langsam. Ja, ganz langsam. Zusammen. Und den Notarztwagen. Wenn Sie bitte draußen warten. Praxis Dr. Hallstein, bitte einen Notarztwagen. Ja, nach Sonnenstein. Herzinfarkt. Ich kann ihn doch jetzt nicht allein lassen. Wir können jetzt nur abwarten. Amore mio, non ti lascio più. Alles bitte. Servus. Also wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, ich hätte dem anderen nicht geglaubt. Wieso? Der Mann ist zweifelsfrei herzkrank. Naja, schon, aber oft genug hat er die Anfälle auch vorgetäuscht, nur um seiner Frau Angst zu machen. Ich sage Ihnen, so eine hysterische Simulation kann tatsächlich zu einer Herzattacke führen. Aber jetzt kommen Sie, jetzt lassen Sie es da stehen, jetzt gehen wir zu Ihrem Kuchen. Ja, der Kaffee ist bestimmt schon kalt. Ich wollte dir zur Praxiseröffnung gratulieren. Christel, holen Sie bitte noch ein Glas.
Nein, nein, danke. Es ist besser, wenn ich jetzt fahre. Ich muss noch nach Innsbruck und, naja, mit Champagnerlaune kann es sein, dass die Vespa noch zum Fliegen anfängt. Also dann, schönen Abend noch. Schönen Abend und danke. Schön, dass du da bist. Sie hat so viele Gesichter. Ging es eben beim Bergdoktor eher dramatisch zu, so können Sie sich morgen ab 20 Uhr mal so richtig den Bauch halten vor Lachen. Da gibt es wieder eine Weltpremiere auf Sat.1. Nackt im Cabrio. Eine abgefahrene Komödie mit Anna Thalbach, Detlef Buck und vielen anderen. Heute Abend decken die Reporter um Ulrich Mayer wieder gnadenlos die Wahrheit auf. Akte 97 um 22 Uhr hier auf Sat.1. Also nicht abhauen.